Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die mit der Melody. Ohio. Und unser Plan ist es jetzt zur alten Scheune zu fahren und die schon mal ein bisschen in Stand zu setzen. Was denn jetzt gerade? Was war was? Wetterscheide könnten vielleicht Zombies sein. Oder eher gesagt wieder. Ja, wahrscheinlich sind die gerespawnt. Vielleicht ist auch hier das Zement gerespawnt mittlerweile. Weil wir brauchen ja noch fürs Zombiehaus eine ordentliche Menge an Zement. Wir haben schon wieder eine ordentliche Menge an Zement. Ja, aber wir müssen das gesamte Haus zweimal aufwerten. Nee, nicht das gesamte Haus. Ein paar Stellen hast du schon zweimal aufgewertet. Ja, aber nur so, da, also ich will halt das ganze Haus zweimal aufgewertet haben mit Zement. Inklusive Dach, oder was? Inklusive Dach, klar. Der Mensch hat ein Problem, Jungs. Meine Framerate ist total eingebrochen. Bei OBS schon wieder? Ja. Hä, warum das? Ich weiß es nicht. Da schon wieder. Also ich bleib stabil. 51 FPS. Die CPU-Auslastung ist verdammt gering, aber trotzdem bricht die Framerate ein. Ja, aber ich habe auch nur 1,4% CPU-Auslastung. Das hier können wir auch mal looten, das Steinhaus da. Was ist denn das? Da sind einige Kisten drin, die man aufschlagen muss. Ah, was ist denn das? Ein Supermarkt dürfte das sein. Stinknormaler Supermarkt. Oh lol. Bin ich fast zu weit gefahren. Wollte gerade fragen, wohin fährst du? Haus du über Zombies. Ja, die Zombies sind gerespawnt. Schleichschaden plus 2%. Oh, der ist schon tot. Ist unfair. Junge. Okay, die Scheune ist aber noch komplett leer. Bis auf Zombies. Ich sage, die Zombies sind wahrscheinlich gerespawnt. Die 7 Days Entwickler könnten sich mal ein Beispiel anhand Showdown nehmen. Was? In Hand Showdown kann man nämlich auch sprinten, wenn man nachlädt. Thank you.
Weißt du, die Tür ist auf, aber die Deppen hauen sich trotzdem durch den Ding. So, es scheint, dass der Loot gerespawnt. Ah, wir haben die Farbe vergessen mitzunehmen. Oh. Kann sein, haben wir unten schon komplett aufgewertet? Glaube schon, ja. Nice. Ein Wildschwein. Wir haben ein Wildschwein. Na, die anderen hast du getötet, oder? Nee, ich hatte alle getötet vorher. Oh. Mein Bruder. Wow, man croucht sich ja mega weit am Boden. Holy shit. Okay, wir müssen einmal zur Tischkreissäge, die wir zu Hause haben. Machen wir mal die Fenster wieder auf, würde ich sagen. Hast du das Fenster kaputt gemacht? Nee, ich habe einen Teil von der Wand kaputt gemacht. Haha. Aufwerten müssen wir es ja nicht. Sieht aber schön aus. Aktuell. Da ist kein Fenster mehr drin. Wir müssen da irgendwo dann auch mal richtige Fenster reinmachen. Was war denn das? Was? Irgendwas hat im Hintergrund gerade geschrien. Ach, mein Bruder ist da mit seinem Jungen. Ah. Hä? Was haben sich Was? die Entwickler dabei gedacht? Wobei? Ja, da, am Dach. Da ist dasselbe Müll. Hä? Dann die Teile da. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Machst du das jetzt echt gerade kaputt? Ja. Hä, warum? Ich wollte da gerade die Leitern runterziehen. Warum sollten wir da die Leiter runterziehen?
Ja, wenn wir da hochkommen, dann ist es ja viel einfacher, wenn wir von da direkt da hoch könnten. Und nicht erst da hinten rumrennen müssen. Du musst an Zeiten denken, wo wir von der Zombie-Nacht überrascht werden, Nico. Wenn wir von Wenn der wir dann da Zombie-Nacht. hinten. Weil wenn die Zombies erst darunter herumrennen müssen, damit sie zu uns da nach oben kommen müssen, dann haben wir viel mehr Zeit, um sie zu erschießen. Wenn wir in der Zombie-Nacht überrascht werden, was wahrscheinlich nicht passieren wird, weil der ganze Bildschirm rot ist, ne? Dann sind die sowieso erstmal da unten und die klettern keine Leitern. Die hüpfen Doch, hoch. Zombies können sehr wohl Leiters klettern. Okay, ich habe in dem Spiel noch nie einen leiterkletternden Zombie gesehen. In 81 Spielstunden nicht. Ich aber schon. Bin am Überlegen, ob ich den Koffer kaputt machen soll und da einen Holzframe reinsetzen soll. Kannst du machen, wie du willst. Und wehe, da passt kein Holzrahmen rein. Ja! Alles klar, bei dieser. Ups. Bei dieser Was hab ich Scheune. jetzt gemacht? Ich hab ein bisschen zu weit gescrollt und hab dann voll den Holzrahmen mit dem Messer geschlagen. Bei dieser Scheune haben wir keine Löcher, wo man sagen kann, da kann man keinen Holzframe mehr rein platzieren. Glückwunsch, wir haben es geschafft. Sollen wir das Tor hier auch noch aufmachen? Das Tor da hinten meinst du, wa? Das hier. Das hier, ja. Ich würde sagen, das passt so. Okay. Wir haben ja hier, können wir ja mit dem Auto rein. Wir müssen halt hier noch einen Weg mit dem Auto machen. Oder wir fahren einfach da durch. Findet das Auto da gut? Boah. Also ohne Führerschein wäre das nix. Hat er daneben gehauen, weil ich die Tür aufgemacht habe. Aber beim Bauernhaus haben wir anscheinend noch ein bisschen mehr zu tun, wenn ich das gerade so ansehe. Die Löcher. Da oben ist noch etwas, was ich aufmachen kann. Okay. Boah, wenn ich die Scheune sehe, werde ich richtig nostalgisch. Das erinnert mich so an meine erste Spielstunde in dem Game. Wo ich mir noch dachte, boah, ich habe eine Pistole gefunden auf Level 1. Oh. Ja, und das war früher wirklich so, Leute. Heutzutage denkt man sich so, ah, ist ja nur eine Level 1 Pistole, was soll ich damit?
Ich habe irgendwo einen Zombie aufgeweckt. Ein Zombie. Tschüss, Zombie. Da ist ein Kopf. Da ist ein dicker, fetter Kopf. Ein Kopf. Dicker, fetter Kopf. Warum sich die da durch? Das ist ja, das ist eine gute Frage, ne? Au! Wow! Wow, wow, wow. Nico, ich habe gerade eines bemerkt. Ja. Was hast du denn Einladung bemerkt? Ich bin eine Gruppeneinladung geschickt. Ah. Nee, das war I, wa? Ja. Die haben Spaß. Total. Wohin rennt die bitte? Ich weiß es nicht. Du schon wieder auseinander hier. Waschmaschinen. Die Zombies haben aufgehört. Sie sind fertig mit Durchschlagen. Mal sagen, die haben sich hier durch diese Tür durchgeschlagen. Weißt du, ich komme in ein Haus und was passiert? Ich bin sofort überladen. Ah ja. Den Toaster kann ich bestimmt auch auseinandernehmen, oder? Jawohl. Krieg Holz, wenn ich eine Badewanne schlage. Mhm. Lieber Entwickler, bitte zeigt mir eine Holzbadewanne. Das will ich sehen. Schleppen! Was ist das denn? Moin! Ist das wieder ein Dicker? Ja. Schleppen! Du kannst es schaffen! Ich kann die Schiene nicht mitnehmen. Welche Schienen? Da. Ich kann auch das. Ich kann auch kein Messing mehr mitnehmen. Ja, dann geh mal kurz zum Auto und lade dich ab. Oh, das ist so ein weiter Weg. Ahem.
wie schnell ich auch überladen war. Wie man in der Aufnahme halt fast gar nichts sieht. Naja, kommt halt immer auch drauf an, wie hell ihr euren Monitor gestellt habt, wa? Man wird fast nichts sehen, egal wie hell sie den gestellt haben. Ja, wenn sie den Monitor so hell gestellt haben wie ich, dann sehen sie schon was, weil ich sehe ja was. Ja, man darf aber auch nicht vergessen, YouTube macht die Videos generell ein bisschen dunkler, wa? So ist es. Weißt du, man bekommt einen elektrischen Schlag, wenn man versucht, einen Getränkeautomaten abzubauen. Aber eine leuchtende Lampe, die leuchtet. Ein easy peasy, no problemo. So ist es. Hinter dir! Still dein Leben da oben. Warum kann man einfach nicht rennen, wenn man nachlädt? Das ist einfach so dumm. Sollten sich echt ein Beispiel anhand Showdown nehmen. Wir haben es überlebt. Ja, es ist aber trotzdem dumm. Blutest du gerade? Hand macht es. Ich hab geblutet. Okay. Hand ist da viel besser. Du und deine vier Tasten, unglaublich. Ja, ne? Richtig nice. Hä? Ich werd in den Raum gezogen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe S gedrückt und bin aber nach vorne gelaufen. Sehr interessant. Das ist einfach so dumm. Das ist ziemlich viel in der Tasche, ne? Hä? Wo bin ich? Alles klar, erscheine bei deinem Bett ist also im Ödland irgendwo erscheinen, auf irgendeinem random Dach. Nein, du bist bei auf der Scheune. Nee, ich bin auf dem Bauernhaus. Wieso bist du auf dem Bauernhaus? Ich weiß es nicht, ich muss mich jetzt beeilen. Ich hab jetzt alle Zombies im Bauernhaus geweckt. Läuft bei dir. Ich war jetzt einfach auf dem Dach. Ich hab gedrückt, erscheine beim Bett. Und bin auf dem Dach des Bauernhauses gespawnt. Gegenüber von meinem Bett. Frag mich aber trotzdem, warum ich mich nicht bewegen konnte. Soll ich dich abholen mit dem Auto? Wenn du willst. Dann laufe ich mal ein bisschen auf der Straße. Ein Moment, ja, ich habe hier gerade eine kleine Zombie-Pest bei mir.
Du hast nicht genügend Ausdauer, um den Zombie mit deiner Faust zu schlagen. Au, au, Hilfe! Als ob da jetzt auch noch ein Crawler war, ich hätte den jetzt doch besiegt. Da ist Kohle. Ring of Elysium Style. Ja, aber bei Ring of Elysium hättest du ein bisschen Damage gekriegt. Beim Einsteigen nicht, nur beim Aussteigen. Was ist mit dieser verdammten Straße los, Alter? Ui. Alter, das war wie so ein Sog, Alter. Ich glaube, im LP sieht man es voll. Ich schlag halt, also ich schieß halt so auf den Zombie, der Zombie schlägt mich und ich werde so richtig in den Raum gesaugt. Lol. Während ich hardcore-mäßigst S drücke. Außer es gibt seit neuem eine Krankheit, so eine Krankheit, die Zombies machen, oder so ein Effekt, die Zombies machen, wenn sie dich schlagen, die deine Steuerung invertiert. Wow, die Garage ist zu klein. Für unser prachtvolles Gefährt. Ja, sagen wir so, das Garagentor ist ein bisschen zu niedrig. So. Okay. Vergiss nicht, dein Rucksack ist oben. Deswegen bin ich ja auch hochgegangen. So, und ich muss erstmal was trinken. Ah, Jukasaft. Peasy, Lemon Squeezy. Ah! Eisenspeer auf Level 6 und Silber Nuggets. Alter. Geht doch. Verschuhe. Ey, du kannst doch nicht einfach so hinterm Baum Lol, jetzt schlägt der Zombie den Baum. Bitte, einfach nur. Also ich bin dafür, dass wir den Nachtzugang irgendwie behalten.
Meinst du das Loch im Dach? Ja, warum nicht? Ich mach mal weiter mit dem Erde vor allem, ja, mit dem Feld ernten. Alles klar. Ich nehme aber nur das tote Zeug mit, ne? Ja. So, ihr habt gerade nichts gesehen, Leute, wa? Was ist denn passiert? Nix. Wäre es dir so peinlich, es mir zuzugeben? Ich habe einen Bürosessel mitgenommen. Ach nö. Im Auto sind auch schon eine Kerze und ein anderer Stuhl für die Scheune, also für die alte neue Scheune. Ich habe mich gerade selbst verwirrt. Ja. Für die Scheune, die hier gegenüber ist. Hey, wo ist denn der? Da. Ich hab ihn gefunden. Bist du denn jetzt auseinander? Leitungen, Stromkästen. Den Geltexturen an der Wand. Da oben ist was, das haben wir was sehen. Da. Wow, eine Hühnersuppe. Kann ich die Hühnersuppe essen? Hallo? Ja, wenn du sie essen willst, dann iss sie. Ich frag lieber nach, bevor ich gleich wieder auf hier, ne? Ich hätte mich schon gemolden. So viel totes Mais. Wie lange geht denn der Effekt eigentlich noch, dass ich weniger EP bekomme? Okay, da steht gar nichts, keine Zeit und so lange, bis du eine gewisse Anzahl an EP kriegst. Wow. Gekriegt hast. Ja. Wie viel hängt davon ab, wie oft du schon gestorben bist? Naja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich oft gestorben bin. Kann man das einsehen in der Statistik, wie viele Tode man hat? Glaube. Tode, 3 Tode habe ich bis jetzt.
Ich bin drei Tote, geht klar. Jetzt weiß ich auch, was du meintest mit die Garage ist zu klein. Die ist aber way too niedrig. Naja, man müsste nur das Garagentor rausnehmen. Ja. Oh, wir haben schon 37 Minuten. Tatsache. Wo bist denn du eigentlich am Eisklatschen? Guck auf deinen Kompass, dann siehst du es. Und warum rennt der Zombie voll in die falsche Richtung? Das sind Weiß strange ich nicht. Zombies. Damit wäre ein Feld von dem toten Mais befreit. Ist da noch Leben da? Ja. Alles klar. Ohne Spaß, wenn wir hier nach Hause kommen, dann habe ich einfach so die kompletten Rucksack voller Mais. Na gut, Leute, wir würden sagen, wir danken euch fürs Zuschauen und wir hoffen, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play 7 Days to Die wieder ein. Ciao! Tschüss.